Wenn du zu Hause bist, dann kannst du deinen Arbeitsplatz zu Hause von der Steuer absetzen. In welchem Rahmen das möglich ist und welche Szenarien es da gibt, das erfährst du in diesem Video. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und Leute, die zum Job pendeln, haben die Pendlerpauschale. Und Leute, die zu Hause arbeiten, hatten früher gar nichts, jetzt haben sie die Homeoffice-Pauschale. Aber es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie du deinen Heimarbeitsplatz, Telearbeitsplatz oder wie auch immer du es nennen möchtest, von der Steuer absetzen kannst. Und welche Szenarien es da gibt, das schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Beim ersten Szenario kannst du die tatsächlichen Kosten absetzen. Das Ganze ist aber nur möglich, wenn du erstens tatsächlich ein separates Arbeitszimmer hast. Also du brauchst einen Raum, den du abschließen kannst und du da dann auch in erster Linie wirklich arbeitest. Zweitens darf dir nirgendwo anders ein Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt werden. Und drittens muss das der Mittelpunkt deiner gesamten beruflichen Tätigkeit sein. Also wenn du ein separates Arbeitszimmer hast und dieses Arbeitszimmer ist 20 Quadratmeter groß und deine gesamte Wohnung ist 100 Quadratmeter groß, dann beträgt die Fläche des Arbeitszimmers ja 20% von deiner gesamten Wohnung. Das führt dann auch dazu, dass du 20% von deiner Miete und Mietnebenkosten und so weiter ansetzen kannst. Das heißt, da kannst du wirklich die anteiligen tatsächlichen Kosten in der Steuererklärung als Betriebsausgabe absetzen. Beim zweiten Szenario hast du eine Pauschale in Höhe von 1.250 Euro. Diese 1.250 Euro kannst du pauschal in der Steuererklärung ansetzen, wenn du erstens ein separates Arbeitszimmer hast, also auch da brauchst du ein separates Arbeitszimmer, was du abschließen kannst, und wenn dir nirgendwo anders ein Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt wird. Was nicht mehr sein muss, ist, dass der Mittelpunkt deiner beruflichen Tätigkeit da tatsächlich stattfindet. Wenn du also beispielsweise Hebamme bist, dann fährst du ja von deinem Patienten zu Patient und bist in erster Linie im Auto und bei den Patienten. Du arbeitest zu Hause vielleicht auch und machst den Papierkram und so weiter, allerdings der Mittelpunkt deiner Tätigkeit ist dann nicht bei dir zu Hause. Und das führt dann halt dazu, dass du nicht die anteiligen tatsächlichen Kosten absetzen kannst, sondern diese Pauschale von 1.250 Euro. Ein ganz wichtiger Hinweis hier auch ist, dass diese 1.250 Euro pro Arbeitszimmer gelten und nicht pro Person oder Einkunftsart. Was bedeutet das? Wenn du verheiratet bist und ihr beide in diesem Arbeitszimmer arbeitet, könnt ihr insgesamt nur 1.250 Euro absetzen und nicht jeder. Oder aber wenn du mehrere Tätigkeiten hast, also wenn du selbstständig bist und ein Anstellungsverhältnis hast, dann kannst du nicht zweimal die 1.250 Euro geltend machen, sondern nur insgesamt einmal. Das heißt, du musst diese 1.250 Euro dann aufteilen. Das dritte Szenario gilt in fast allen anderen Fällen. Also wenn du zu Hause kein separates Arbeitszimmer hast beispielsweise oder dir irgendwo ein Arbeitsplatz angeboten wird und dir zur Verfügung gestellt wird, du da aber nicht arbeiten willst beispielsweise, sondern lieber zu Hause bleibst. Immer dann kannst du die Homeoffice-Pauschale absetzen. Die Homeoffice-Pauschale beträgt 6 Euro pro Tag und du kannst sie bis zu 210 Mal im Jahr nehmen. Das heißt, bis zu 210 Tage im Jahr darfst du die Homeoffice-Pauschale nehmen für 6 Euro pro Tag. 210 Tage mal 6 Euro pro Tag sind 1.260 Euro. Das ist der Gesamtbetrag, den du als Homeoffice-Pauschale absetzen kannst. Und das sind hervorragende Neuigkeiten. Vor Corona ging das nämlich gar nicht. Da brauchtest du immer ein separates Arbeitszimmer. Und während Corona gab es zwar eine Homeoffice-Pauschale, die lag aber nur bei 600 Euro. Und jetzt ab 2023 gibt es eine, ich würde mal sagen, angemessene Homeoffice-Pauschale von 1.260 Euro. Diese Homeoffice-Pauschale kannst du übrigens auch ansetzen, wenn du am gleichen Tag auch woanders warst. Wichtig ist nur, dass du mindestens 50% zu Hause gearbeitet hast und dann kannst du diese Pauschale ansetzen. Was allerdings nicht geht, ist, dass du am gleichen Tag noch die Pendlerpauschale ansetzt. Also, wenn du beispielsweise bis zum Mittag zu Hause arbeitest und dann ins Büro fährst, zu einem Kunden und so weiter, dann kannst du nicht sagen, naja, ich war ja mehr als 50% zu Hause, also Homeoffice Pauschale und dann bin ich gependelt, deswegen setze ich auch noch die Pendlerpauschale an. Das geht nicht, du musst dich dann für eins entscheiden. Meistens ist es ehrlicherweise die Pendlerpauschale, die günstiger ist, aber das müsstest du für dich einmal durchrechnen. Ein wichtiger Hinweis noch zur Einrichtung des Arbeitszimmers. Wenn du zu Hause ein Arbeitszimmer hast und das Arbeitszimmer tapezierst oder Deckenlampen aufhängst oder einen Teppich reinlegst oder Gardinen aufhängst, dann sind das tatsächliche Kosten. Die kannst du in Szenario 1 absetzen und zwar vollständig. Das heißt, da kannst du ja ausrechnen, wie viel Kosten ist auf das Arbeitszimmer entfallen und dann kannst du diese Kosten auch absetzen. Die darfst du aber nicht absetzen, wenn du das Homeoffice im Rahmen einer Pauschale absetzt. Also bei Szenario 2 oder 3 ist das nicht möglich und diese Kosten sind durch diese Pauschalen auch mit abgegolten. Anders verhält sich das bei Arbeitsmitteln, also all das, was du direkt zum Arbeiten brauchst. Dein Schreibtisch, Bürostuhl, Bildschirm, Laptop, Computer, Aktenschrank, wo du deine Arbeitsmaterialien reintust, dein Handy und so weiter. Das heißt, wirklich diese Arbeitsmittel, die kannst du immer absetzen. Vollkommen unabhängig davon, ob Szenario 1, 2 oder 3 für dich gilt, diese Kosten darfst du immer absetzen und auch immer unbeschränkt absetzen.
Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir weiterhelfen und du weißt jetzt, wie du dein Arbeitszimmer oder Homeoffice von der Steuer absetzen kannst. Wenn du dazu noch Fragen hast, dann findest du unter diesem Video einen Kommentarbereich, der nur auf deine Frage wartet und ich beantworte sie dir dann gerne. Wenn du in deiner Selbstständigkeit gerne einen Steuerberater an deiner Seite hättest, dann sind wir vielleicht der richtige Steuerberater für dich. Alle Informationen zu unserem Angebot findest du einmal hier verlinkt oder schau einfach eins unserer weiteren Videos an, zum Beispiel das hier oder das hier.